Ich habe mich gestern einmal zurückerinnert an die Zeit von Werner Lämmerhirt, als man in Bielefeld im Bunker Ulmenwall abends eine Dreiviertelstunde Schlange gestanden hat, um den zu sehen. Da war ich 15 ungefähr, da habe ich den gesehen. Und da hat man gedacht, dafür braucht man mindestens zwei Hände, um das zu spielen damals. Na gut, haben sie dann versucht zu spielen. Und da fällt mir immer ein, von seiner ersten Platte, die hatte ich am Fahrrad hängen, die ist mir in den Speichen gekommen, die waren 1000 Stücke. Und davon spiele ich mal jetzt was, und zwar Angie war immer bekannt. Und da war noch eins drauf, My Little Maggie. Also ich spiele das nie so genau wie der, weil ich spiele es mal so, wie ich Lust habe, aber trotzdem.